Ja, und damit hallo und herzlich willkommen bei Teil Nummer 2 meines Reinigungsvideos zum MCZ Pelletofen. Es geht hier um die Reinigung am Saisonende. Und wir haben aufgehört beim ersten Teil. Wir haben den oberen Wärmetauscher zu weit abgebaut. Und jetzt kommen wir quasi zum Aufbau, wie das jetzt wieder alles zusammenpasst. Ja. Dichtung für den oberen Wärmetauscher. Erstmal richtig ansetzen hier. Und wenn das denn alles passt, ist ja gut. Dann kann man da auch gleich den Deckel draufsetzen und das Ganze nochmal verschrauben. Der auch natürlich auch wieder gereinigt. Auch da setzt sich mit der Zeit dann doch einiges an Asche ab. Kann man ja gerade in dem Aufwasch dann mal schnell entfernen. Bisschen ausrichten. Schon passt das. Klar, das Ganze ist nochmal festgeschraubt und dann kommt auch schon dieses Hitzeschutzblech nochmal oben drauf. Auch das mal kurz abreiben. Kommen wir da richtig gut hin. Schräubchen rein. Jetzt geht's wieder Stück für Stück ans Zusammenbauen. Ja, das passt. So, Hitzeblech ist dann auch montiert. Die 6 Schrauben sind wieder da, wo sie hingehören. Und der nächste Schritt. Jetzt wieder dieses gusseiserne, ja, Schutzblech. Na, Schutzblech kann man es eigentlich nicht nennen, aber ja, dieses gusseiserne Gitter. Muss man ein bisschen anheben, sonst kommt man mit den Schrauben nicht ganz rein. Einmal rechts und nochmal links. Mehr ist es auch nicht. Jetzt geht es nochmal in die obere Abdeckung. Das ist nochmal so ein bisschen Fummelerei. Diese 4, ja, ich sag mal, Eckpunkte des Pelletsofens haben sich ein bisschen verschoben, weil die oben ja keinen Halt mehr hatten. Das sieht man jetzt auch nochmal. Die muss man nochmal richtig in Position bringen, sonst kannst du hier keine einzige Schraube reindrehen. Das Ganze sieht man auch gleich nochmal vorne. Muss man auch nochmal ein bisschen das Ganze beidrücken. So, 2 links, 2 rechts, jeweils 2 Schrauben. Und das ganze Spiel dann noch mal vorne. Ich habe jetzt auch nicht mehr alles so mitgefilmt.
Ich glaube, kein Mensch muss mir dazu sehen, wie ich da 4, 5, 6 Schrauben reindrehe. Habe das Ganze ein bisschen zusammengekürzt. Brauche ja dann keine halbe Stunde langes Video, wo ich nur Schrauben reindrehe. Da ist der Informationsgehalt doch relativ gering. Im Endeffekt geht es ja nur um die einzelnen Schritte und Schrauben reindrehen. Das kann, denke ich, jeder. Und dann sind wir auch schon wieder bei den Seitenblenden und langsam nimmt der Ofen dann auch wieder ja, eine Form an. Es sieht wieder aus wie ein Ofen. Wobei auch bei den Seitenteilen wie beim Rückteil immer so ein bisschen Formelerei. Das wird dann eine Schiene, aber da muss man dann irgendwie von oben rein. Dann allerdings doch wieder ein bisschen raus, weil er dann sonst nicht einrastet. Also, das sieht man jetzt auch ein bisschen, ja, wenn man das den ganzen Tag machen würde, weiß man irgendwie, wie das mit einem Handgriff geht. Ich habe ein bisschen länger gebraucht. Mal ein bisschen nachschauen, wo hängt es denn da? Ja, ein bisschen fummeln hier, ein bisschen fummeln da. Und dann sollte das auch funktionieren. Dann haben wir die Schrauben links, rechts. Jeweils pro Seitenteil zwei Schrauben. Und dann haben wir das auch abgeschlossen. Deckel drauf. Fertig. Scheint zu passen. Da freut er sich. Daumen hoch, aber zu früh gefreut. Denn, das haben wir vergessen, jetzt geht es nochmal an den unteren Wärmetauscher. Da mache ich erstmal hier die Ofentür auf und Urks. Ja. Wer die Glasscheibe nicht hat ein Problem. Denn der Dreck, das ist Schrubberei. Der brennt sich irgendwie dermaßen ein. Das hat ein bisschen länger gedauert, aber Step by Step. Ja, oben habe ich jetzt mal frei bekommen und wir schrubbern noch ein bisschen weiter. Und weiter und weiter. Irgendwann sieht es dann tatsächlich wieder aus wie eine Scheibe. Ich sehe was. Cool, ne? So, aus dem Brennerraum, das sieht man jetzt hier nicht. Der Brennertopf natürlich noch entfernen. Dann geht es an den Schamottstein. Das muss man nicht zwangsweise machen, aber da ich gerade eher am Reinigen war, auch der fliegt dann noch mal raus, wird ein bisschen abgepinselt. Von vorne wie von hinten. Und wenn der dann draußen ist, auch die Rückwand hinterm Schamottstein, auch da sieht man doch schon, dass sich da ein bisschen was an Staub und Ruß angesammelt hat. Das kann man ja gerade auch alles in einem Wisch entfernen. Ja, der Pinsel, man sieht es glaube ich schon, mein neues Lieblingswerkzeug. So, dann haben wir noch den Aschekasten, den haben wir, das sieht man jetzt hier gar nicht, habe ich nämlich auch noch entfernt. Und unterm Aschekasten sitzt eben dann diese Inspektionsklappe, nenne ich es jetzt einfach mal, die auch nochmal mit vier Schrauben. Die wäre dann zu lösen, sieht es gerade ein bisschen unbeholfen aus, allerdings fehlte mir da das richtige Werkzeug. Da musste ich mir fast die Finger brechen. Ist nicht zu ändern. So, Schrauben sind draußen und dann haben wir hier auch das Gebläse und nur nicht mehr ganz so intakte Überreste einer Dichtung.
Die werfen wir natürlich gleich weg. Wird natürlich auch dann gleich ersetzt. Der Staub wird entfernt, die Asche ist auch klar. Und dann kommt der Staubi zum Einsatz. Halten wir da mal ein bisschen Rüssel rein. Größtenteils die Asche nochmal entfernen aus dem Bereich. Dass wir auch da in der nächsten Saison möglichst störungsfrei bleiben. Und man sieht es vielleicht an meinen Händen. Da war ich noch so schlau beim Ofen hoch und habe mir Handschuhe angezogen. Hier habe ich es vergessen. Ja, ist immer eine schöne Schrubberei, für dann die Hände nochmal sauber zu bekommen. Also Handschuhe ist da gar nicht mal so verkehrt. So, die Dichtung hat dann auch nochmal vorgestanzte Löcher zum Schrauben. Macht sich ganz gut. Dann weiß man gleich, wie man die Dichtung auszurichten hat. Dann nochmal schauen beim Drauflegen. Schräubchen rein. Auch das eigentlich ganz mühelos. So, dann kommt nochmal der Aschekasten rein. Das sind jetzt so die letzten Schritte. Der Brennertopf. Am Anfang haben wir den nicht gezeigt. Ja, der ist auch noch nicht so 100%. Sind wir wieder bei meinem Lieblingswerkzeug, der Pinsel. Auch der darf nochmal zum Einsatz kommen, zum Abschluss. Den setzen wir dann auch rein und nix, Fehlerteufel, das funktioniert nicht. Brennertopf nochmal raus, dann den Schamottstein rein und dann auch wieder den Brennertopf einsetzen, dann klappt's auch mit dem übergroßen Schamottstein im Ofen. Tür zu, das war's. Diese Geschichte macht man auch normal nicht mit der Hand zu. Das geht mit dem Haken.